Ja, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge. FF7 Rebirth. Ja, machen wir jetzt Story weiter, weil anders kommen wir hier aus Nibelheim weg. Reaktion auf das gestern Abend illegal ausgestrahlte Video hat der Direktor des Shinra-Konzerns eine Erklärung abgegeben. Versetzt worden? Nee, hab auf euch gewartet. Gibt da was, das ich fragen wollte? Sag mal, deine Mutter, hieß die zufällig Ifalna? Ja, wieso? Ha, ich hab's doch gleich gewusst. Ein Hoch auf meinen messerscharfen Verstand. Mann, bin ich froh, dass ich euch gerufen hab. Und? Wie geht's ihr? Alles gut? Sie ist tot. Ich bin damals Shinra beigetreten, weil ich Pilot werden wollte. Zuerst war ich aber nur der Laufbursche für die Mechaniker. Bin durchs ganze Gebäude und hab alles Mögliche repariert. Während eines Auftrages traf ich eine Frau namens Ifalna. Sie hatte ein kleines Mädchen. Das warst doch du, oder etwa nicht? Möglich. Du warst gerade mal so groß. Und ich vielleicht so groß. Sie ist also gestorben. Verstehe, verstehe. Verdammt. Du, sag mal. Aeris. Aeris. Gibt's irgendwas, das ich tun kann? Ich will helfen. Wieso das denn? Ich hab keine Hintergedanken. Wenn du uns weiter durch die Gegend fliegst, reicht das. Gut, dann bring uns mal zum Gold Saucer. Und zwar umsonst, du willst ja helfen. Nein, wir zahlen. Nee, geht aufs Haus. Okay, dann sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Wiedersehen mit dem Gold Saucer. Na, dann mal rein mit euch. Hey. Noch einer? Ihr habt gesagt, dass euer Feind Sephiroth sei. Ich muss eine Rechnung mit ihm begleichen. Ich begleite euch. Und jetzt? Ich schmeiß ihn gerne raus. Komm uns ja nicht in die Quere. Klar. Gibt der Flieger denn jetzt noch ab? Nicht ohne einen verdammt guten Piloten. Aber keine Sorge, ich zähle schließlich zu den Besten. Du
gerne ein bisschen was über meine Mutter hören, wenn es dir nichts ausmacht. Ja, gibt aber ein paar Details, die mir inzwischen etwas peinlich sind. Da will ich jetzt nicht drüber reden. Es geht hier doch nicht um dich! Aerith. Ja? Warum ist die Familie gestorben? War sie krank? Nicht wirklich, aber geschwächt. Und der Versuch, mir zur Flucht zu verhelfen, hat ihr dann die letzten Kräfte geraubt. Das glaube ich zumindest. Verstehe. Dann ist sie jetzt bestimmt glücklich. Meinst du? Du musst fest dran glauben und darfst den Mut nicht verlieren. Das bist du deiner Mutter schuldig. Danke. Werde ich tun. Ach übrigens, Ruta ist losmarschiert. Haben sie im Radio berichtet? Gibt also wohl wieder Krieg. Midgard zerstört und jetzt auch noch das. Shinra scheint vom Pech verfolgt. Geschieht ihnen recht. Aber ein Krieg würde auch Unschuldige treffen. Ja, Kriege sind voller Trauer und Schmerz. Darin ähneln sie Sephiroth. Nicht wahr? Sag mal, Leute. Wenn wirklich ein Krieg ausbrechen sollte, dann wird es hier oben sicher gefährlich, oder? Wenn ihr also noch irgendwo vorbeischauen wollt, dann tut es lieber jetzt. Was war das? Sag mal, Sid, ich glaube... Ja, ich weiß schon. Keine Sorge, alles im Griff. Ja, ja. Sid! Es besteht absolut kein Grund zur Sorge. Ich warte den Vogel und ich fliege ihn. Was soll da schon schief gehen? Also schön locker bleiben. Sag mal, der Motor hat doch gerade den Geist aufgegeben. Locker bleiben, habe ich gesagt. Ist das so schwer zu kapieren? Wir verlieren an Höhe. Und zwar ziemlich schnell. Sag mal, hat der Boden in den... Hey! Okay, dann mal locker flockig Wasser landen. Eine Bilderbuchlandung. Na, Gründe, ey. Wie die alle gucken, geil. Verdammte Idee, Kapitel 11. Die Jagd nach dem Schlüsselstein. Ach stimmt, da war ja was. Och, ey, nice. Das ist also, hier kannst du ja wirklich laufend Screenshots machen. Wie geil aus. Okay, das sollte reichen. Fast wie neu, oder? Aber die Flügel sind beschädigt. Ach, wusstet ihr das nicht? Nur ein Mann beherrscht sowohl Land, Luft als auch die stürmische See. Sein Name ist Sid Highwind. Merkt euch. Und was jetzt? Ihr dürft mich ab sofort Schiffskapitän Highwind nennen. Wer bereit ist, den See zu stechen, sagt Ei, Ei. Ei, Ei. Dann legen wir ab.
Hinter den Bergen und der See liegt Costa del Sol. Und von dort aus geht's übers Land. Dann ist's entschieden. Raus aufs große Meer. Captain, unser Ziel heißt Costa del Sol. Ei, ei! Drei Kapitel noch. 12, 13, 14, ne? Oh, durchquere die Mappe. Kenshi, kannst du uns bitte noch ein bisschen was über den Schlüsselstein erzählen? Problem. Ganz schön. Ich habe bei Shinra einen Mitarbeiter, der sich sehr für Antiquitäten interessierte. Der hat die Firma überredet, das Reliquiar zu bauen. Und den Aufzeichnungen zufolge wurde eben dort der Schlüsselstein aufbewahrt. Grün Algi und mehr, ja. Alles Green Beer in the air. Schala. Hat's mit den Hafen von Cosmo, hat's mit den. Das ist ja echt, ne? Das ist eine Reise. Doch, guck mal an. Hier ist immer. Mit der Bahn lang gefahren. Sag mal, Seth, stimmt's, dass du auch mal für Shinra gearbeitet hast? Tu ich im Prinzip immer noch. Kann ganz schön nützlich sein. Das passt mir aber gar nicht. Wir sind nämlich anti-Shinra, kapiert? Und ich bin anti-autoritär, klar? Wer mir Vorschriften machen will, kriegt aufs Maul. Deshalb bin ich so gern über den Wald. Da nervt mich niemand. Egal, wie laut unten gebrüllt wird, da oben höre ich nichts davon. Was ist das? Schunen? Nee. Ah, Nibelheim. Boah, ist krass, wie die Trigger hier gegenhalten, ne?
Geräusche! Was ist das denn? Was ist das schon wieder für ein Boot, oder? Vielmals, dass Sie sich auch heute wieder für den Service von Bronco-Kreuzfahrten entschieden haben. Nanu? Hieß es nicht vorhin noch Airline? Uns wurden die Flügel gestürzt. Danke, dass du uns bis hierher gebracht hast. Nicht der Rede wert. So, und jetzt geht's zum Gold Saucer? Da wollte ich ja eigentlich auch schon immer mal hin. Nehmt ihr mich mit? Aber klar. Du bist die Liebenswürdigkeit in Person, Aeris. Nicht? Also dann. Wartet. Wo ist Vincent? Dort. Was für ein arroganter Sack. Erinnert mich an etwas zu jemand. Egal. Vergiss ihn. Aber mich würde die Waffenkiste interessieren. Meinst du mich? Der war gut. Neue Schnellreiseoption. Du kannst nun die Ozeanregion mit der Tiny Bronco bereisen. Wähle dafür Touchpad, das gewünschte Reisziel auf der Weltkarte. Wenn du den Ozean überquerst, kannst du einfach den Hafen. Okay. Warten, Sid ansprechen. Oder auf der Karte die Tiny Bronco für eine Schnellreiseoption. Oh. Da jetzt. Die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe hat mit ihren Kriegserklärungen an Shinra für große Verunsicherung bei den Bewohnern aller Regionen gesorgt. Da wird in vielen Städten und Dörfern momentan die Hilfe eines Alleskönigs. Ein Blick aufs schwarze Brett lohnt sich also. Neue Spielmodi freigeschaltet. Der Goldsauce hat neue Attraktionen und Spielmodi zu bieten. Schau auf jeden Fall nochmal bei Chocobo-Rennen oder beim Skibike vorbei. Doch nicht nur auf der verschiedenen Sphäre, sondern überall auf der Welt. Oh, sorry. Aber die neue Herausforderung. Bei manchen Spielen musst du allerdings für eine Teilnahme erst eine gewisse Voraussetzung erfüllen. Oh, kein Simulator, oder? Sind das jetzt die extra markiert? Sind das jetzt immer noch Waffen? Ist das jetzt wahr? Hey Cloud, zeig mal her! Sie riecht salzig, nach Gezeiten, nach einem Meer, das tausende Jahre alt ist. Wirklich? Ja, Opa hat mir mal davon erzählt. Vor langer Zeit, als das Meer noch das Zentrum des Planeten war, gab es einen Krieg zwischen den Piraten. Du kennst doch bestimmt das Spiel Piratenparty, oder? Es basiert auf dieser Geschichte. Cloud, willst du sie hören? Ja, warum nicht? Geschichten erzählen ist meine Spezialität. Es begab sich zu einer Zeit, in der es weder Flugzeuge noch Züge gab und die Menschen vor allem auf Schiffe angewiesen waren. Dass ein Pirat, den damals jeder kannte, zusammen mit seiner Mannschaft aus Dämonen über die Meere segelte. Es dauerte nicht lange, bis es zum Krieg zwischen den Piraten kam und das sonst azurblaue Wasser sich blutrot färbte. Als unser Kapitän schließlich siegreich aus jeder Schlacht hervorgegangen war, krönte man ihn zum Piratenkönig. Am Ende seines Piratenlebens wählte der Schrecken der Meere seinen wertvollsten Besitz, teilte ihn durch vier und versiegelte ihn an geheimen Orten. Zusammen mit seiner Mannschaft, die bis in alle Ewigkeit über ihn wachen sollte.
Diese Karte verrät uns die Orte, an denen die Schätze des Piratenkönigs versteckt liegen. Und man sieht, dass ihre Siegel anscheinend gebrochen wurden. Wenn wir an diese Schätze wollen, müssen wir es mit der Mannschaft des Piratenkönigs aufnehmen. Keine leichte Aufgabe. Aber genau das macht die Sache ja so spannend. Die Stimme wieder, ey. Piratenfolge. Oh Gott, Piratenschatzkarte. Du hast die Karte des Piratenkönigs in die Finger bekommen. Wenn du alle vier Piratenrelikte im mittleren Ozean findest, kannst du mit der Synthese einen legendären Gegenstand herstellen, den der Piratenkönig selbst, oh Gott, der zum Kampf bei sich trug. Erobere das Meer mit der Tiny Bronco und finde den Piratenschatz. Okay. Können wir das Piratenkönig synthetisieren? Das klingt spannend. Und wir haben morgen neue Dings. Boah, fuck, ich glaube, ich geh gleich hin. Hier hinten ist Muskelkolosseum. Ach so, genau. So, Graslandregion haben wir, neue Mission. Akine BDK, Gegner, nur der Coral-Region. Junon-Region, neue Mission. Coral. Region. Goldkager. Oh, krass, mittlerer Ozean zählt quasi auch noch als. Ah ja. Ein Meer, das den westlichen Kontinent voneinander trennt. Luna und Costa del Sol sind durch einen regelmäßigen Fahrbetrieb miteinander verbunden. Wie ich zum Goldsauser, um mit dir zu sprechen. Mhm. Ah ja. Kartenpuzzle-Profi. Alles klar, ein Denkenkart. Ja, sorry, Jimmy. Ich muss durchziehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Haben Sie eine Position für eine Reise? Tiny Bronco. Ah ja. Kannst losgehen? Sorry. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, wir schalten zur nächsten Folge wieder ein. Dafür gerne hier oben ein Abo dalassen. Ihr merkt's. Ich bin müde und abgekämpft und es wird Zeit für die Heier. Aber seit Release bis jetzt jeden Tag gestreamt und jeden Tag Videos gebracht. Das könnt ihr gerne honorieren natürlich mit einem Abo. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen zur nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein, euer MX. Peace, peace.